könnte ich eigentlich bisexuell sein? Es hat damit angefangen, dass meine damalige beste Kollegin und ich, wir hatten immer so die gleichen Interessen, wir waren offen und waren auch früher schon mega reif, was das Thema Sexualität angeht. Und ich bin dann an einem Tag zu ihr und habe gedacht, hey komm, machst du es einfach. Und habe gesagt, hey, schau, ich habe mir so die Frage im Hinterkopf, könnte ich mir vorstellen, etwas mit einer Frau zu haben. Und sie war auch offen und hat mir gesagt, dass sie sich die Frage auch schon mal gestellt oder auch schon sich darüber Gedanken gemacht hat. Und wir haben dann so ein einen Pakt abgeschlossen, dass wir miteinander so durch die Phase gehen, wo wir den anderen Körper kennenlernen. Ja, es war auch speziell, weil es halt gleich unter Kollegen war, aber es war trotzdem auch mega befreiend, weil man halt das mit einer Person machen konnte, oder weil ich das mit einer Person machen konnte und ich schon auch gut gekannt habe. Wir haben angefangen, wir haben uns geküsst, wir haben rumgemacht, wir haben geknutscht, wir haben uns angelenkt, aber es ist nie darüber ausgegangen. Und das war völlig okay für uns beide. Ja, ich finde, es ist henne wichtig, dass man diese Erfahrungen macht, weil so konnte ich mir dann im Klaren sein, was ich wirklich will und wie ich mich fühle. Und das hat mega viel für mich ausgemacht, weil ich sehr viel stärker geworden bin in meiner Identitätsfindung und was ich wirklich bin und will sein. Es war ein grosser Schritt gewesen, dann zumal für mich, weil das Thema recht ein Tabuthema war. Wir haben nie wirklich darüber geredet, wie das ist, wenn man mit dem gleichen Geschlecht etwas hat. Es hat mir sehr geholfen, die Wand durchzubrechen und zu sagen, hey, es ist völlig okay, wie es ist. Und es ist auch okay, was das noch im weiteren Leben wird kommen. Und genau. She got attitude.